Hallo und willkommen zum Multiplayer des Total Accurate Battle Simulator. Ich denke mal, dass hier jetzt eine Map auswählen. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Rating for Players. Na gut. Ich melde mich wieder, wenn einer dabei ist. Genau, bis dahin. So, oh, wir sind jetzt glaube ich drin. Ne? 2000 Münzen. Was setzt er denn? Tada. Ich glaube, er und Change Game. Ja, einfach mal akzeptieren. Die Änderung. Was passiert? Ja, ich hab den Panzer halt noch nicht. Wo ist der denn? Ist das? Nee. Weil einfach Elefanten, ich habe halt keine Ahnung, also wo sind denn die Panzer? Tank da. Was auch immer es für Leute sind, und dann können wir hier Musketendinger. Wo sind sie denn? Da. Und das wird dumm. Ich mach einfach Panzer. Und dann dieses blöde Pferd. Pferd, ich meine Elefant. Okay, kann ich mir nicht leisten. Stimmt. Ja, dann dieser Eisbogenschützen. Ice Archer. Genau, perfekt. Ich bin fertig. Okay. Eis. Bringen ist wahrscheinlich jetzt nicht so weit, aber ja, perfekt, geil. Das ging jetzt schnell, aber ich beschwere mich natürlich jetzt nicht. Oh, neue Runde, neues Glück. Okay, ja, nimmt wieder dasselbe, nämlich auch wieder dasselbe. Einfach. Den Tank, die waren echt krass. So. Und dann einfach aus Jux nochmal ein Mammut. Und diese Bone Matches. Und ich bin fertig. So, was macht er? Auch Panzer. Dann diese Samurai-Dinger. Dann diese Gift-Potions. Und jetzt denkt ihr, das ist vollkommen Verwirrung. Geht alles wieder. Jetzt scheint's. Wir können ja mal ins Mammut reingehen.
finden. Ja, geil. Ja. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, er ist ja wohl rausgegangen. Schade für ihn. Wir können aber jetzt mal... Ja, komm, machen wir jetzt Sandbox, Simulation. Brücke. Wir machen jetzt so mal ein paar kleine Simulationssachen. Weiter geht's mit der Kampagne. Ja, ich habe jetzt ein bisschen den Mehrspieler gezockt. Bin ein bisschen enttäuscht, es lohnt sich halt nicht. Also, du musst extrem lange warten. Ja, und dann wird sofort der Panzer gesetzt und dann ist wieder chaotisch und dann ist das Match in 10 Sekunden vorbei. Und so ungefähr lief das immer. Dass es sich nicht lohnt. So, dann haben wir hier diese Chief Trains und diese Berserker. Wir erkunden jetzt mal die, welche noch nicht haben. Wikinger hatten wir. So, hier. Start. Was machen die denn so schönes? Sieht aus wie so ein Berserker. Da, ja, kämpft man damit gut. Okay, ich wurde extrem weit weggeschleudert. Ja, einfach mit. Oh nein! Ich. Okay, war jetzt vielleicht das Beste. Das scheint diese explosiven Pfeile zu sein. Können wir mal hier. Dann haben wir noch einen Ninja. Die können bestimmt krass werden. Dann haben wir hier noch zwei Samurai Ninja, die werden. Haben wahrscheinlich nicht so viel Leben. Genau. Ah, diese Feuerwerke Archer. Ja, die sind. Und vielleicht müsste das ja hochgehen. Jo. Jetzt bin ich ein bisschen nah rangekommen. Oh nein. Dann nochmal alles weg. Vielleicht der Dragon. Ist wie das Schiff. Also, für Dragon, da ist ein bisschen vorne noch ein Samurai drin. Ja, geil. Ach so. Der speit Feuer. Okay, das müssen wir dann eigentlich normal machen. Endbattle. Ich habe das jetzt nochmal alles aufgestellt und zack. So. Die verbrennen halt wirklich alles. Was hat Zeit? Zeitlupe? F. Ja lol. Lernt man auch noch was. Der Arme da. Fuck. Okay. Lief jetzt nicht ganz so dolle. Feuerstein, ja, jetzt. Es ist wieder ein glatter Sieg, so wieder dieses 1 gegen 1. Mal wieder schön rangezoomt. Oh, na, falsch. So, der Farmer. Wir haben 60. 80, ja, dann kommen wir wieder. Farmer. Und bloß hauen runter. Ja, perfekt. Da war der Sturz. Hat ihnen das den Rest gegeben. Beschweren tue ich mich da nicht. So, was ist das? Das sind ja diese Sensenmänner. Oh Gott. Die waren in der Masse eigentlich auch ganz gut, ne?
Dagegen hilft nur das Mammut und der Dragon. Haben wir noch Zeit? Nee, der kostet 400 und dann gehen wir von Reis 2 hin. Wir spielen den Dragon. Ja, verbrutzelt alle. Nein! Oh, ich kann dir helfen, weil die Mammut. Das Mammut ist jetzt auch schon ganz schön angefressen. Ist auch gleich tot. Und wir sind tot. Hm, schade. Schade, schade. Da muss es halt der Drachen alleine machen. Oder wir machen mal, was sind die anderen? So, Ninjas. Die hat sich zwar noch kurz an, aber hat nie wirklich geguckt, was sie machen. Passt perfekt rein. Auf die Null. So, die wird wahrscheinlich diese Wurf sterben. Hm. Immer schön auf den einen drauf. Schade. Und ist auf Abstand. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Wo sind sie? Hier sind noch zwei. So. Was haben wir hier? Die sind auch gut noch auf Blau. Hier. Was habe ich jetzt ausgewählt? Was ist das? Ninja wieder. Okay. Ninja vergessen, genau. Hierbei hilft der Sensenmann. Was sind das hier für Dinger? Also ne. Kann ich sie so schräg hinstellen? Nee. Hier oben drauf hinstellen. Dann noch da eine hin. Nee, zu teuer. Dann der Dragon. Und Start. Und drehen. Und. Sind auch nicht die Hellsten. So, was machst du da? Du drehst dich ja erstmal. Okay, ich gehe mal in die hier wieder rein. Zurück. Und schon. Jo, dieses kann eigentlich ganz gut sein auch. Blockieren sich da jetzt auch. Das kommt doch her. Da oben macht nichts. Doch. Vielleicht mal runter zu gehen, perfekt. So, wieder ein 1 in 1 gegen so ein Sperrtyp. Okay. Sperrwerfer gegen Sperrhalter. Genau. Das war easy. Als nächstes. Was ist das, die ganzen Schildtypen? Dragon. Nee. Warte, wir wollen jetzt auch mal gucken, was das hier ist. Was ist das für ein Ding? Aber es ist gut, es ist auf alle Fälle gut. Einröseln, so, jetzt müssen wir ein bisschen die Lage scannen. Okay, oh, der König gegen den einen Defeat. Ja, aber war gut, war gut. Vielleicht sollten wir es dann aber doch wieder mal mit dem Dragon probieren und ein Easy Win abstauben. Einer geht rein und verbrennt. Man hört es nur. Warte. Ich will das nochmal. Endbattle. Ich spiele. Ja gut, das können wir jetzt auch hier machen. So, Start. Kann ich in so einen hier rein? Noch nicht. Ah, ich euch rein. Wäre aber wär halt lustig, weil. Ja, die haben keine Chance.
Chance, keine Chance, keine Chance. Das war's für heute, ja. Noch ein paar Abschlussworte zum Multiplayer. Lohnt sich nicht zu spielen, weil du wartest lange, sehr, sehr lange, dann letzten Teil dem Panzer, dann dauert das, ist Versuchung, also überall Explosion, dauert das 10 Sekunden, das ist vorbei, und entweder du gewinnst oder du verlierst, ja. Deswegen ist eigentlich ganz lustig, wenn man sich vielleicht auch so ein bisschen auf Einheiten beschränkt. Aber gut. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.